wenn wir sachlich überlegen. Und hier gibt es immer Weggabelungen. Im Zweifel immer den helleren Pfad, immer da, wo es hell ist. Was nicht so düster ist. Im Zweifel immer da, wo es sich besser anfühlt. Okay. Da oben ist etwas. Ein kleiner Unterschlupf, wie es ausschaut. Okay, ich versuche einen Weg durch hinaufzufinden. Das Gartentor. Aspen! Okay, das Klicken des Schlosses hat mich schon ein bisschen erschreckt. Ich bin sehr schreckhaft. Ich weiß nicht, ob das hier so eine tolle Idee ist mit dem Spiel. Okay, hier haben wir eine Art Stein, heiliger Stein oder so mit Runen drauf. Hier haben wir irgendwie eine Feste. Ein bisschen Schloss, irgendwas so. Hello? Das ist ein bisschen Schloss nicht, aber hier ist irgendwie das Dorf hier. Also hier haben sich hier neben ein paar Siedler und so, das muss schon, das ist. Es war zumindest mal bewohnt. Ob es jetzt noch immer noch bewohnt ist, weiß ich nicht, aber. Hey, is someone there? Sieht ein bisschen so aus, als wäre hier mal zumindest was gewesen. I should look around. Jemand zu Hause? Okay, scheinbar nicht. Gehen wir mal raus, bevor wir als Einbrecher getappt werden. Okay. Hallo, ich bin nur hier. Ich gucke nach meinem Sohn. Ich suche meinen Sohn, der verloren gegangen ist. Jemand hier, der vielleicht irgendwas gesehen haben könnte. Hier ist ein Haus. Hallöchen. Ich will nicht stören. Okay, niemand zu Hause. Okay. Das ist das Haupthaus, wie es ausschaut. Ich sollte mal da mal nachgucken. Ach du Schreck. Tut mir leid, der Mond schon am Himmel. Das wollte ich nicht, wollte hier nicht. Die Tür einkloppen, aber scheinbar ist das hier lange unbewohnt. Das ist so, hier wohnt nun wirklich keiner mehr. Die Tür geht in beide Seiten nach, in beide Richtungen auf. Hier hat lange schon keiner mehr gelebt. Ewig verlassen. Okay, hier der Sitz vom Obersten. Vom Dorfvorsteher. Okay. Doch wundervoll aus bisher. Verlassenes altes Wikingerdorf, wie es ausschaut. Und lang keiner hier gewesen. Jemand ein Schwert. Ein Zwickenerschwert, was wir nicht anders nehmen können. Okay. Ring of Dirge. Brothers iPhone. Ring of Dirge. Okay, da haben wir schon was gefunden. Was für eine schöne Aussicht hier.
gar nicht übel. Mal gerade einen Screenshot geschossen. Türen gehen hier alle in beide Richtungen auf. Okay. This is Espen's. He must have dropped it. I'm coming, Espen! Das ist was von einem Reflektor von. Das fällt schon heraus, das sticht schon heraus. Das ist schon was von Espen. Nicht grundlos für einen Espens Reflektoren. Sie haben ihn schon irgendwo hingemacht. Okay, wenn wir weitere Reflektoren finden, mal vielleicht Hinweise darauf, wo er lang gelaufen sein könnte. Folgen die erstmal dem Pfad. Den Weg. Ich sag im Zweifel. Den näheren Weg nehmen. Ein Safe Point. Oder was? Aufleuchtender Stein. Da sie das nicht verwundert, scheint das ein Selbstmord zu sein. Ja, schrei doch nicht so! Bist hier allein im Wald. Noch ist nicht ganz Nacht, aber. Wenn dich jemand hört. Ich weiß nicht, ob du gehört werden willst. Okay, langsam wird es ja düster. Wir sollten mal einen Unterschlupf finden. Okay. Okay, wir müssen runterlaufen. Vorsichtig. Ah, da ist ein weiterer Reflektor. Wir sollten runter zum Reflektor. Ich hab doch was gesehen hier. Da war nicht gerade ein Reflektor. Irgendwas hat er reflektiert. Kann die Taschenlampe öffnen. Ich bin langsam wirklich düster. Mit der Taschenlampe hätte ich jetzt nichts dagegen. Okay. Sieht so aus, als wäre da Licht. Oh, that's Espen's flashlight. Sehr schön, das können wir uns nehmen. Wo ist Craig? No. Espen. Please don't hurt me. Please. Sie haben mir seine Klamotten ausgezogen. Es muss auch nichts heißen. Es muss nicht heißen. Bis er nicht mehr lebt. Das ist alles. Ist einfach. Ist schon ein schlechtes Zeichen. Aber muss doch nicht. Es ist. There's no A in Dinja. Okay. Das muss doch noch lange nichts heißen. Okay, wieder am Höhenausgang. Auf der anderen Seite. Ihm ist kalt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das einer der Eingeborenen oder so. Ich weiß auch nicht, aber. Ein Hund oder irgendwas. Ein Tier, was dort läuft. Er
trusted me. Vielleicht haben sie ihm noch einfach die Jacke abgenommen, weil es so many times before. Und ihm was anderes zum Anziehen gegeben. Hast du einfach das symbol of my failure. I promised myself. Weil er halt einfach das, weil es halt besser passt. Ich meine, wenn es vielleicht wollten sie ihn einfach auch angemessen kleiden. Das ist, wenn er halt. Also, wenn dann so ein Wikingerdorf kommt, wenn er dort hin entführt wird und so, dann ist. Wollten sie ihm vielleicht nur eine nach ihrer Sicht angemessenere Kleidung geben. Haben halt nicht verstanden, was die Jacke ist und haben ihn halt. Haben ihn vielleicht, das vielleicht abgenommen und weggeschmissen. Ja, ist das schon eine Wikingerkleidung? Muss ja hier noch gar nichts heißen. So. Bisher. Ja, hat natürlich schon seine Horror-Elemente so im Dunkeln. Da haben wir Geräusche hinter uns. Nichts außerordentlich Schlimmes. Ah, okay, da habe ich was gefunden. Get out, no way to run. Okay, ich konnte es nicht mehr lesen. Jetzt haben wir hier die Statue gefunden. Die drei Schwerter. Hinüber können wir nicht, das ist eine Sackgasse, wie es ausschaut. Okay. Haben wir uns schon verirrt, oder was? Okay, laufen wir jetzt zurück, oder was? Nur auf dem Pfad bleiben. Einen anderen Pfad nehmen. Ach du Scheiße. Okay, da kommt etwas auf uns zu. Das Gebüsch. Verstecken wir uns. Wegrennen. Ich weiß es nicht. Ins Wasser hinein. Hier rote Steine, hier sind wir bei den Felsen. Okay, da war irgendwas. Der Mond sieht aber auch interessant aus. Sieht heute Nacht wirklich interessant aus. Weiß nicht, können wir hier entlang? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Können wir offensichtlich nicht entlang. Okay, das ist nicht gut. Nur auf der Insel fest. Das Wasser sollen wir auch nicht. Okay, das Ding kommt von dort drüben. Sind wir in einer Sackgasse. Was tun wir? Was will es von uns? Okay, es wird uns verspeisen. Das war nicht gut. Okay, wir sind wieder hier. In welche Richtung sollen wir gehen? Bergab. Das ist vielleicht keine schlechte Idee.
bevor die Kreatur wieder erscheint. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht wieder in dieselbe Sackgasse. Das sieht auch nicht so aus. Springen können wir nach wie vor nicht. Immer schön auf dem Pfad bleiben. Okay. Hier haben wir eine Art Höhle, die wir nicht hinein können. Unterschlupf suchen. Okay, ins Wasser können wir nicht. Jetzt haben wir eine andere Sackgasse. Dann sind wir schon wieder in die Sackgasse geraten. Schaut fast so aus. Nicht schon wieder. Einfach auf dem Pfad bleiben. Dachte ich, wäre die gute Lösung. Nicht vom Weg abkommen. Ja, Flashlight habe ich schon an. Ich bin nicht sicher, wo es hier lang gehen soll. Ich habe mich im Wald verirrt. Das ist ein leuchtender Stein. Ein Safe Point, dem wir vielleicht schon waren. Finden wir zurück und finden einen Unterschlupf. Da hinten leuchtet irgendetwas. Ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Etwas Feuriges. Rechts oder links? Ula! Von rechts kommt der. Kommt der Große. Ist uns nicht freudig gesinnt. Hauen wir ab. Hauptsache in die andere Richtung, wo er nicht ist. Okay, können wir hier hinein. Ein Tor. Ein großes Tor. Brauchen wir noch etwas, um hineinzukommen. Da kommen wir so einfach nicht lang. Es ausschaut. Okay. Hier wieder zurück. Das Gefühl, wir laufen ihm entgegen. Er ist nicht unser Freund. Uha! Was tun wir? Da ist Feuer. Folgt uns jetzt immer schneller. Ah, shit. Okay. Es hat uns. Okay. Was tun wir hier? Trink mal erstmal einen Schluck Wasser. Tosuk. Steht hier. Jetzt sollen wir da mal hoch auf den Berg kommen. Also nicht in diese Richtung laufen.